Meine Frau lebt nicht mehr. Kinder hatten wir keine. Herr Reinke, wollen Sie, dass wir hier alles durchsuchen? Oder? Danke. Herr Reinke, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Verdachts des Mordes an Renate Lenz und Kai Schlosser. Sie lieben die Leute da drüben wirklich sehr. Sie sind meine Familie. Ich wollte Ihnen alles geben, was ich habe, aber ich habe ja nichts. Ich hatte nie etwas. Also wollten Sie Ihnen zu einer Erbschaft verhelfen? Als Sie dann hörten, dass Kai Schlosser alles erben würde, haben Sie den auch umgebracht. Renate Lenz war schrecklich, wissen Sie. Ich selbst suche in Person. Die hätte ihre Schwester und die Kinder am liebsten verhungern lassen. Da trafen Sie die Verabredung mit Frau Lenz unter dem Namen Hartmut Keller. Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, da Sie wussten, dass Mutter und Tochter beim Einkaufen sind und der Junge beim Handballtraining. Ich dachte, dass die da drüben alle ein Alibi hätten. Dann wäre ein Verdacht gar nicht erst aufgekommen. Es war ein Fehler, den Namen Hartmut Keller zu verwenden. Es wurde mir klar in dem Moment, als ich die Mail abschickte. Aber da war es zu spät. Ich hatte mir das alles so einfach vorgestellt. Ich dachte mir, ich sitze für die letzten Jahre meines Lebens am Fenster und sehe zu, wie drüben alles blüht und gedeiht. Naja, damit wird es jetzt wohl nichts mehr.